FT8 ist derzeit eine der beliebtesten Betriebsarten und was bietet sich mehr an, als mit dem QRP-Gerät, mit dem ICOM IC705 auch FT8 zu machen? Hallo, ich bin Michael, DL2YMR. Herzlich willkommen hier auf deinem AFO-Channel. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen ICOM IC705 so einstellst im WSJTX, dass du damit problemlos FT8 machen kannst. Weiterführende Links zu dem Thema, wie immer, unter dem Video in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir einfach ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr hier auf dem Kanal nichts mehr verpasst. Wenn ihr noch Anregungen und Kommentare dazu habt, dann bitte unten in die Kommentare schreiben. So, jetzt wollen wir keine Zeit mehr verlieren und gehen mal ran an das Objekt. Bevor wir jetzt loslegen können, müssen wir den Transceiver erstmal richtig einstellen. Wir müssen hier einmal den USB-Modus einstellen. Das ist LSB. Wir machen jetzt nochmal hier drauf. Jetzt haben wir USB. Digital ist jetzt schon hier eingeschaltet. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte das so ausgesehen. Also nur USB. Dann hätten wir hier noch gerade Data einschalten müssen. So, dann gehen wir auf die richtige Frequenz. Das ist im 40 Meter Band 7074, also 7074. Und jetzt müssen wir noch das USB-Kabel einstecken, was die Verbindung zum Computer schafft. Damit wir Zugriff über Windows 10 auf den ICOM IC705 bekommen, müssen wir zuerst, bevor wir ihn anschließen, einen Treiber installieren. Dazu gehen wir nach ICOM Japan, gehen auf dieser Seite auf Support. Dann auf Firmware Software, suchen uns den 705 Search und wählen uns hier den USB Driver für den IC705, in diesem Fall hier die Version 1.11. Gehen runter bis zum Ende der Seite, bestätigen einmal die Bedingungen und sagen dann Download. So, der Treiber muss dann hier installiert werden. Ich breche das mal hier ab, weil ich das schon gemacht habe. Und wenn der Treiber installiert ist, dann sehen wir unseren ICOM IC705 im Gerätemanager, nämlich hier unter den COM-Einstellungen. Hier sehen wir den IC705 Serial Port A, CIV, und das ist der wichtige, der CIV, denn der übernimmt den ganzen Datentransfer von und zum ICOM IC705. Wenn wir das getan haben, dann laden wir uns die Software. Wir arbeiten hier mit WSJTX. Wir suchen also hier nach WSJTX, gehen auf die entsprechende Seite. Die Links übrigens natürlich wieder unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Scrollen hier nach unten und sehen, dass die aktuelle Version WSJTX 2.2.2 ist. Die installieren wir hier aber nicht, sondern wir nehmen den Release Candidate. Das ist WSJTX 2.3.0 und das hier ist der Release Candidate 3. Das heißt, das ist noch keine endgültige Software, sondern eine Vorabversion. Und möglicherweise, wenn ihr dieses Video hier seht, ist diese Version auch schon realisiert und kann ganz normal als 2.3.0 oder entsprechend einer späteren Version runtergeladen werden. Warum müssen wir jetzt hier den Release-Kandidat 3 verwenden? Ganz einfach, der ICOM IC705 wird in den vorherigen Versionen noch nicht unterstützt. Hier ist er dann drin. So, hier für Windows 32-Bit, 64-Bit, Windows 7 und later. Das lade ich mir jetzt mal runter. Datei speichern. Dann gehe ich in das Verzeichnis und rufe die Datei hier auf.
und bestätige das und installiere jetzt VSJTX 2.3.0. Ja, weiter. Das nehmen wir an. Ich möchte das auch auf dem Desktop sehen. Ich möchte das aber hier in einem anderen Verzeichnis haben. So, weiter und installieren. So, und jetzt steht hier gleich VSJTX ausführen. Das machen wir dann gleich mal. So, ich kriege hier gleich mal einen Rig Control Error, weil natürlich alles noch nicht richtig eingestellt ist. Ich gehe hier auf Configurations, IC 7300, den habe ich jetzt nicht hier dran. Hier war noch eine Vorab-Installation, die mit dem 7300 konfiguriert war und den findet er natürlich jetzt nicht. So, was müssen wir jetzt hier einstellen? Wir gehen hier auf File, Settings und hier können wir uns jetzt entsprechend alles einstellen. Hier muss man bei General, habe ich mein Rufzeichen drin, mein Grid Square und so weiter und so weiter. Hier ist nichts Spektakuläres, das könnt ihr im Grunde genommen so übernehmen. Und jetzt wird es spannend, jetzt gehen wir nämlich auf Radio und werden hier einmal den ICOM IC 705 auswählen. Er ist hier und die Bootrate, die Bootrate und hier die Einstellungen für die Databits und Stopbits und so weiter, die finden wir, wenn wir in den Gerätemanager wieder gehen, unter der entsprechenden COM-Schnittstelle, was wir eben schon gesehen haben, gehen wir hier auf den, in meinem Fall der COM10, gucken uns hier die Eigenschaften an, die Einstellungen, Anschlusseinstellungen und hier sehen wir, Bits per Second, 9600, 8 Datenbits, keine Parität, ein Stopbit. Und das stellen wir jetzt hier ein. Also hier kommt 10, 9600, 8 Datenbit, ein Stopbit und kein Handshake. So, dann haben wir hier, die PTT-Methode ist Cut. Mode. Da können wir sagen, dass wenn wir die Software starten, dass das Gerät gleich in den Data-Mode geht. Und Split Operation mache ich hier meistens Fake. So, und jetzt können wir die Cut-Schnittstelle testen. Gehen wir hier einmal auf Cut und sehen, es ist grün. Also alles funktioniert und wir können jetzt auch nochmal die PTT testen und sehen auch hier, auch das funktioniert. Ja, jetzt könnten wir hier sagen, okay, also die Cut-Steuerung funktioniert jetzt, aber leider haben wir hier noch keinen Input. Also ich sehe hier gar nicht, was reinkommt. Dafür müssen wir nochmal auf File Settings und hier die Audio-Parameter einstellen. Und hier sieht man, dass hier noch das Mikrofon und der Lautsprecher an ist. Also dann gehen wir hier auf Audio und müssen hier das entsprechende Audio-Device einstellen. Sagen okay und sehen jetzt auch schon hier, dass hier entsprechende Daten reinlaufen. Mode ist FT8 und hier werden auch schon die ersten Signale dekodiert. Und damit ist unsere Installation erstmal von der Software abgeschlossen. Wichtig ist, dass wir die ALC, also diese Automatic Level Control, am Transceiver richtig einstellen, damit wir nicht verzerrte Signale aussenden. Ich stelle hier einmal am SWR-Meter auf ALC, das kann ich hier durch Berühren machen, das ist schon der nächste Punkt. Jetzt wird mir, wenn ich auf Sendung gehe mit VSJTX, wird mir hier die ALC angezeigt. Machen wir das mal, wir gehen hier mal auf Tune. Ich habe hier eine freie Frequenz gesucht, gehe hier auf Tune und jetzt sehen wir, dass die ALC hier doch relativ weit ausschlägt. Wir gehen hier jetzt auf diesen Power-Regler und regeln den langsam zurück, bis wir einen Wert erreicht haben, wo die ALC gerade so anschlägt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir keine verzerrten Audiosignale aussenden und damit unnötig viel Bandbreite belegen würden.
Jetzt können wir das erste QSO hier mal wagen mit unserem EC705, 5 Watt Ausgangsleistung, das Ganze in die Endfett-Antenne und wir sehen schon hier im 40 Meter Band ist richtig was los. Wir haben es jetzt morgens 9 Uhr. So, ich würde jetzt hier bei den Settings noch einstellen, damit das mit dem Doppelklick klappt. Doppelklick on call set TX enable. Das heißt also, wenn ich jetzt auf eine Station hier doppelt klicke, dann wird auch automatisch der Sender eingeschaltet. So, ich lösche das mal hier. Und nehme jetzt hier den Oscar Zulu. Jetzt bin ich auf Sendung. Hier steht Enable TX. Es wird übertragen. Hier steht jetzt, dass ich an OZ1JRL sende. So, jetzt gehen wir auf Empfang und gucken mal, ob er uns gehört hat. Jawohl, er hat uns gehört hier mit minus 7 dB. Hat er jetzt bestätigt hier. Ich gebe ihm jetzt 13 dB plus. Das geht jetzt raus. Und dann müsste er wieder mit der Bestätigung zurückkommen. So, das war jetzt das RR73, das bestätigt mir jetzt, dass er mich gehört hat. Das QSO ist also komplett und ich bestätige ihm jetzt hier nochmal die 73. Das geht jetzt hier raus. Ja, und dann ist das erste QSO, was wir hier in FT8 gemacht haben mit dem EC705, komplett. Probier das mal aus mit FT8, ob dir das Spaß macht. Und wenn dir das Video hier weitergeholfen hat oder gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klicke auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel etwas Neues gibt.